Puppe, oder? Da ist die Leuchtweite eh sehr groß. Fernlicht bringt an der Kuppe natürlich keinen Vorteil, ist klar. So, jetzt sieht man die Ablandkante, dass die Leuchtweite praktisch schwankt mit der Unebenheit. In Sommersituation wird man ja normalerweise mit Fernlicht fahren, also Fernlicht geht so. Ich habe praktisch eine höhere Ausleuchtung, ich sehe bis zum Horizont und halt auch noch höher. So ist Ablendlicht, Fernlicht, Ablendlicht, Fernlicht, Ablendlicht, Fernlicht. Fernlicht sehe ich um die Kurve rum, weil das sehr breit ist, wo ich mit dem Highsider, den kann ich kurz mal zeigen, mit dem Highsider, Ablendlicht, Fernlicht, das Licht ist sehr schmal, das heißt, sobald ich leichter mal Kurve fahre, sehe ich nichts mehr. Und dasselbe jetzt mit dem Blade Fernlicht, da kann ich um die Kurve fahren. Und selber immer noch, wo ich hin möchte. Und das gleiche geht natürlich auch mit dem Ablendlicht. Ich kann um die Kurve fahren und sehe immer noch, wo ich hinfahre. So, jetzt mal meine Leuchtbild. Vergleich auf dem Acker mal wieder. Da war es, genau. So, wo bin ich? So, irgendwie. Ja. Das ist ein bisschen weiter hinten. Ja, bringt auch nichts mehr. So. So, the Blade, Ablendlicht und Fernlicht. Ablendlicht, Fernlicht. Jetzt kommt Highsider Satellite. Was machen? Hier bin ich. Ablendlicht, Fernlicht. Ablendlicht, Fernlicht. Jetzt tue ich mal umschalten. Den. So. Das ist der Blade, Ablendlicht, Highsider, Ablendlicht. Blade, Ablendlicht, Highsider, Ablendlicht. Blade, Ablendlicht, Highsider, Ablendlicht. So, jetzt mache ich beide auf Fernlicht. So, das ist Highsider Fernlicht, Blade Fernlicht, Highsider Fernlicht, Blade Fernlicht, Highsider, Blade. So, dann fahren wir wieder heim. Blendlicht, Fernlicht. So, jetzt kommt die Kurve. Und ich schalte mal um auf der
Blade. Jetzt kommt die Kurve, wo ich rechts will. Und dort, wo ich hinfahren will, sehe ich nichts. Absolut zappenduster mit dem Highsider Fernlicht, weil das halt sehr gebündelt ist. Jetzt mache ich das aus und die Blade an. Das sehe ich da, es führt einen Weg nach rechts. Selbst leichte Kurve wie hier habe ich mit dem Highsider schlechte Karten, weil da, wo ich hin will, leuchtet es eigentlich nicht hin. So. So, jetzt kommt die Kurve innerorts, die ich immer blind fahren muss. Wie wir hier sehen, Abblendlicht und Fernlicht bei der Blade leuchtet die Kurve aus. Wenn man jetzt den Highsider nimmt zum Vergleich. Fernlicht, ja, sehr gebündelt, klar. Aber selbst das Abblendlicht leuchtet mir nicht die Kurve nach rechts aus. Das heißt, der Bereich, wo ich hinfahre, ist eigentlich immer im Dunkeln. Gut, jetzt hat der Nachbar sein Torlicht an. Normalerweise ist da absolute Schwärze.